Heute bestimmt Dandy mal nicht den Ausritt, sondern ich. Und es geht zu mir nach Hause, das allererste Mal. Nach einer etwas längeren Schotterstraße sind wir dann auch schon im Ort angekommen. Da ist dann aber eine gut befahrene Straße gekommen und da bin ich dann tatsächlich auch abgestiegen. Das war mir einfach viel sicherer und ich habe auch gemerkt, dass Dandy froh war, dass ich da das Kommando vom Boden aus übernommen habe. Man muss ja nichts riskieren. Dann sind wir beim Rathaus vorbeigeritten und lustigerweise hat Dandy genau da seine Pferdeäpfel fallen lassen. Klar doch. Dann sind wir hier rechts weitergegangen. Und dann hat Dandy den Einfall gehabt, er möchte jetzt mal den Gehsteig ausprobieren. Ich hatte dann ein bisschen Angst, dass er stolpert, aber er hat das gut gemacht, hat immer darauf geachtet. Ja. Und dann waren wir bei der Schule, die hat er sich auch kurz angesehen. Dann sind wir auch wieder weiter geradeaus gegangen. Bis wir dann auch schon bei mir zu Hause angekommen sind und die Einfahrt hochgeritten sind. Unser Kater dachte sich auch so, was passiert da denn jetzt? Und hat sich so vor diesem Mini-Vorsprung versteckt. Kein gelungenes Versteck. Und auch unser Hund ist schon gekommen und dachte sich auch so, was? Ein Pferd. Dandy hat das ganz gemütlich aufgenommen, hat sich mal umgesehen, hat gegrast. Und ja, nach einer kurzen Pause sind wir dann auch schon wieder retour zum Stall zurückgeritten.